Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder ein Status-Report und zwar von dem 25.10.2016. Hauptsächlich ging es hier erstmal am Anfang um die Serverprobleme bzw. Desync-Probleme, die zurzeit sich sehr in Grenzen halten. Und es finden auch ganz viele Tests noch statt, also die haben jeden Tag eigentlich irgendwie getestet, ob jetzt alles besser funktioniert und sowas. Gibt es auch noch ein paar Videos von den Tests, haben sie auch veröffentlicht. Kann man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken. Und zwar ging es darum, dass bei einem Ping von über 100, also beziehungsweise 100 Millisekunden oder darunter, soweit keine Desyncs gab, was sich auf jeden Fall schon mal ganz gut anhört, aber es gibt halt noch Server-Performance-Probleme und auch noch Spieler-zu-Spieler-Sync-Probleme, die auch noch verbessert werden sollten. Es wurde der Server-Browser noch ein bisschen verändert und zwar und zwar gibt es bei dem Filter jetzt ein Kontrollkästchen, wo man die Third-Person anstellen kann. Also ob das nur ein Third-Person-Server sein soll, der angezeigt werden soll. Dann ob nur Public-Server angezeigt werden sollen und ob die Zeit verschnellert wurde. Ein bisschen wurde was noch darunter verändert mit wie viele Server insgesamt gefunden werden. Da ist so ein komisches Icon, was vielleicht noch nicht ganz fertig ist oder sowas, davor gepackt. Und dann wurde auch der Connect-Button grau unterlegt, so wie alle anderen Buttons. Dass alles einheitlich ist halt. Und der Stern bei den Favoriten auf der linken Seite ist jetzt nicht mehr ausgemalt, sondern halt nicht ausgemalt. Ich zeige euch auch nochmal ein Bild im Vergleich, wie der alte aussah. Also es gibt kaum Unterschiede und dass halt noch der Abstand von den von dem Filter ein bisschen weiter erhöht wurde. Und zwar, dass er halt ein bisschen weit auf der rechten Seite ist und nicht so nah an der Scrollbar. Dann weiter zum Debug-Monitor. Da wurde einfach nur die Lufttemperatur, die es vorher gab, noch entfernt. Aber sonst ist alles gleich geblieben. Es wurden auch ein paar Probleme behoben, die letztes Mal aufgetreten sind. Und zwar, dass Player-Sounds zu leise waren. Spieler manchmal rumglitschen, wenn sie mit irgendwas kollidieren, zum Beispiel mit Häusern oder irgendwelchen anderen Spielern auch. Wurde auch gefixt. Und dass manchmal random irgendwie Zombies spawnen, also ohne von einem Trigger vom Spieler sind die einfach gespawnt. Oder dass manche Spieler gar nicht erst auf den Trigger von Spielern irgendwie reagieren. Noch in Arbeit sind die Network-Desyncs, die immer noch auftreten bei zum Beispiel einem Ping von über 150 oder sowas. Da kommt es dann des Öfteren zu Desyncs, um zum Beispiel, dass Animationen nicht richtig abgespielt werden oder dass irgendwer von irgendeiner Seite aus schießt und der steht eigentlich 10 Meter weiter rechts und dann hört man den halt da 10 Meter weiter links. Auch nicht so geil. Der Client crasht immer noch nach den Bänden. Ja, nichts Neues. Die Anzahl der Munition in dem Magazin funktioniert auch noch nicht so richtig zwischen den Spielern. Gibt es auch noch irgendwelche Probleme? Dass manche Items nach dem Abbrechen von Animationen immer noch in den Händen verbuggt sind, gibt es auch noch. Nicht so geil. Hatte man, ich glaube, in der 0.6 gibt es die Probleme auch noch irgendwie. Aber man kann die dann auch irgendwie fixen, indem man sich im schlimmsten Fall neu einloggt. Und dann wird halt noch an der Server-Performance gearbeitet. Zu den Meilenstein-Updates hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und zwar haben wir da wieder die Login-Queue, also die Warteschlange, das Audiosystem, was von Arma 3 übernommen wurde. Dann haben die ganzen Waffen ihre neuen Sounds. Dann gibt es die dynamische Schattenberechnung. Da bin ich mal gespannt, wie das mit der Performance so sein wird. Das ist ja nicht so leicht zu berechnen, so welche Schatten. Und wenn die dann auch noch so komplex sind, dann kann das schon mal in die Performance gehen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sie das gelöst haben. Und dann halt noch das dynamische Spawnen von Zombies und die Wölfe. Dann wurde noch über das Problem von Türen geredet. Und zwar in der Mod, so hieß es, dass die Spieler mehr Angst hatten zum Teil vor
Türen als vor den Zombies, weil man dadurch öfter mal gestorben ist, wenn man die Tür aufgemacht hat, die ist nach innen und dann ist man da irgendwie mit reingeglitscht und dann ist man da gestorben. Und da hatten sie halt ein paar Ansätze, und zwar, dass man entweder alle Türen zum Beispiel entfernt, aber ja, so wollten sie es jetzt nicht lösen, das Problem. Also sie wollten schon eine elegante Lösung haben. Dass man irgendwie eine Animation macht, wenn man die Tür aufmacht, also zum Beispiel, dass die Hand zur Türklinke geht und die Tür irgendwie aufzieht oder so, aber da meinten sie, dass es den Spielfluss behindern würde, sehe ich genauso, ist eigentlich auch keine richtige Lösung. Und was sie jetzt wahrscheinlich machen werden, ist, dass man Türen in beide Richtungen aufmachen kann, und ja, da gibt es dann vielleicht auch Probleme bei Kollisionen mit einem Auto oder sowas, dass das dann explodiert. Das hatte man auch des Öfteren, zum Beispiel in Arma. Da ist dann gerne mal irgendwie das Auto explodiert, weil die Tür hatte keine, ja, keine richtigen Physics, sondern die ging halt einfach auf, hat ihre Animation gemacht und konnte auch nicht von irgendwas gestoppt werden. Und wenn das dann einmal durch das Auto ging, dann hatte man ein Problem. Und jetzt ist es halt so, dass Türen von Barrikaden oder irgendwelchen Objekten oder Autos halt aufgehalten werden können, und damit soll das dann auch behoben sein. Allerdings wird das nicht in der 0.61 verfügbar sein. Weiter geht es mit ein paar Animationen, da gibt es ein paar Informationen, und zwar hatte man zum Beispiel bei Laufanimationen nur so eine Loop-Animation, sodass es ein bisschen eintönig aussah. Und jetzt gibt es halt 2 bis 3 verschiedene, sodass sich das Ganze, also das Ganze echter wirken soll und auch natürlicher und halt für Abwechslung sorgen soll. Bei den Waffenanimationen wurde erklärt, dass es sehr aufwendig ist, so eine Waffenanimation zu erstellen. Und zum Beispiel bei der unjamming Animation muss man für jede Waffe das Ganze nochmal konfigurieren und so machen, dass es auch richtig aussieht, dass sie ja nicht so wie früher halt eine Animation für ungefähr 5 Waffen oder sowas hatten und dann hat das da wieder nicht gepasst und das sieht alles dann immer ein bisschen komisch aus. Ja, des Weiteren wird noch an Fahrzeugphysics gearbeitet, sodass sie nicht einfach mal durch die Luft fliegen oder sowas, wenn sie gegen einen Baum fahren. Ja, habe ich jetzt persönlich nicht erlebt, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber konnte man in Arma auch ganz gut sehen, wie die Physics nicht so super funktionieren, und hier wollen sie es halt gleich richtig machen. Und dann noch das neue Damage-System, wovon man jetzt nicht unbedingt so viel gehört hat. Ja, wird auch noch ein paar was an neuen Features gearbeitet. Zum Beispiel soll es ja die Luftpistole geben, mit der man Leuten, indem man die Leute ohnmächtig schießen kann, aber allerdings nicht töten kann. Also, oder auch mit dem Elektroschocker, damit soll man die Leute nicht direkt töten können, sondern nur ohnmächtig schießen können. Das kann man zum Beispiel nicht mit dem aktuellen Damage-System. Dann noch ein paar Verbesserungen an der AI, beziehungsweise halt an den Zombies, den, was weiß ich, was alles noch rumläuft an Kühen oder sowas und oder an Zombies, was weiß ich, halt die AI soll verbessert werden, und es gibt ein paar Map-Veränderungen, die werde ich euch allerdings in einem anderen Video zeigen. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video, das ist jetzt schon etwas länger geworden, aber es gab auch relativ viel zu erzählen, und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, freue ich mich immer, und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das gerne, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.